So, meine lieben Freunde auf YouTube, herzlich willkommen zur ersten Folge von Seven vs. Wild Panama, die Aussetzung, die erste Folge. Ich bin saumäßig gespannt, die erste Staffel haben wir nicht hier reacted, sondern die habe ich privat geguckt, aber für die zweite habe ich gesagt, komm, das wollen wir machen. Habe ich übelst Bock drauf, die erste war ja auch mega. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal direkt rüber. Und ja, wenn es euch gefällt, ihr kennt das auf YouTube, Daumen nach oben, Abo, hast du nicht gesehen, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, das dachte ich mir, dass du es schon gesehen hast. Wir noch nicht, deswegen gehen wir rein. Nicht spoilern, Andi. Psst. Und wir gehen rein. Ich bin hyped. Spoiler, geht knapp 30 Minuten. Ja, das stimmt. Das können wir. Ach so, stimmt. Ist für YouTube tatsächlich ein geiler Spoiler, weil das unter der Cam ist. Ich hoffe, die Cam passt auf der Seite. Ich weiß es nicht, aber wir gehen einfach jetzt rein. So, ich hab Bock. Let's go. Seven vs. Wild Panama, die Aussetzung. Folge 1, Fritz Meinecke. Grüße gehen raus. Feuer frei. Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Von daher gibt es pro Folge jetzt einen 30-Sekunden Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ihr supportet das damit. Guckt euch also an. Und finde ich okay. Finde ich okay. Lassen wir auch durchlaufen. Natürlich Rhino Sheet als Partner mit auch am mitgucken. Start. Die haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht. Haben mich auf vielen Touren unterstützt und wir haben diverse Outdoor-Tests, ja, extrem Outdoor-Tests mit dem Handy gemacht. Hier ein kleiner Einblick. Und rauf auf den Stein. Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Man nehme eine rostige Machete. Mein Handy habe ich nur in der Hosentasche und das geht kaputt. Handy. Man kann das Ganze super malträtieren. Das klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile. Ganz ehrlich, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht überlebt hat. Deswegen Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Wenn ihr euer Handy also optimal schützen wollt, gönnt euch eine Hülle von Rhino Shield mit dem Rabattcode 7WILD. Spart ihr 17%. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Rein da, Leute. Wenn ihr eine Handyhülle braucht, selber nicht getestet, aber bestimmt klasse. So, oh, Leute. Simsalabim. Da bin ich wieder. Hallo. Hi. Es geht ab. Staffel 1 war kalt, nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Am Ende schafften es 3 von ihnen, die 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Kennt man den Erzähler irgendwoher? Irgendwie kommt mir die Stimme übelst bekannt vor. Wenn das einer weiß, gerne mal reinschreiben. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber das? Entschieden, das klappt sogar wie mit K. Viele Perfekt. Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry-Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Oh, okay. Das ist ja anders als zum letzten Mal, wo sie die Sachen ja quasi selber an Land bringen mussten. Sag mal, ist das normal, dass das ruckelt? Warum ruckelt das? Automatisch 1080p. Können sogar Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Das Öffnen des Medikits führt zu Punktabzug. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Dschungelkönig oder was? Panama City, 8.30 Uhr. Nur für euch. Ja, Knossi. Jawollo. Ballert. Ja,
Participants welcome to Seven vs. Wild. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der! 60 Tage auf der Insel wurde ihm Knossi, Alter. Das ist der, ja, siehst du, stimmt. Das ist der! My name's Ed Stafford and I've traveled all over the world in tropical areas and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days, you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Sasuke, Nossi, and Fritz. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days, and I wish you an exciting and unique experience. Good luck. Ja, ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Und was die Leute da erwartet, natürlich. Ich meine, Panama ist natürlich... natürlich geil. Wir entscheiden während der Staffel, ob wir da auch mal hinwollen oder nicht. Kurzer Spoiler, Nova hat es überlebt, die habe ich am Wochenende auf der Polaris noch gesehen. Also von daher, das ist schon mal safe. Das kann was werden. Ich glaube, für ein Entertainment. Oh, das Wasser, Leute! Wie gut sieht das Wasser aus? Oh, da möchte man doch direkt reinspringen, oder nicht? Jens Knossi Knossalla, König des Internets, Entertainer, Schreihals. Knossis loses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen können? So, Gegenstände, was hat er? Messer inklusive Tragevorrichtung, Grail, Wasserfilter, Feuerstahl... 30 Meter Paracord, Hängematte und Moskitonetz und 7 Zigaretten. Ey, 7 Zigaretten, ey, ganz ehrlich, wenn du Raucher bist, dann ist doch 7 Zigaretten nix. Ich glaube, darauf hätte ich verzichtet. Nase voll von Werbung wie dieser? Jetzt ganz einfach blockieren. Gehe einfach auf adskiller.de. Hoffentlich kommt nichts Unüberspringbares hier. Hä, was ist da unten im Wasser gewesen? Hä? Moment. Ich sehe genau deinen Spot. Was ist denn das da unten links? Also hier. Seht ihr? Ja, seht ihr auch. Gleich in der nächsten Ansicht ist es nicht da.
Ist ein riesiger Blutegel vielleicht? Man weiß es nicht. Los, Bruder, du bist gerade gesprungen. Hm. Ich sehe genau deinen Spot. Palmen, Süßwasser, geh rundherum. Ich hoffe, du machst es. 7 Tage, Bro. Alles Gute. Du schaffst es. Jetzt schon komplett am Ende. Ich hab gedacht, ich glaube auch. Ich muss kurz warten. Bis ich reden kann. Ich will wirklich was. Ich hab echt noch. Oh, Knossi, Alter. Das ist. Ich war geil, Mann. Ich komm gleich. Gut schlafen. Gut. Das ist eine geile Natur, oder? Mega. Antonia Starletnova. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als so mancher Internet-Hater. 15 Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Was sind das schon 7 Tage, oder? So, was haben wir hier? 4 Gegenstände. Beil inklusive Schutzkappe, Grill, Wasserfilter, Feuerstahl und Biwaksack. Okay. Stimmt, Skill-Ranking Mittel, das wurde ja im Vorwege, glaube ich, festgelegt von den Kandidaten selber. Ich glaube, die haben eigene Rankings gemacht und dann wurde es gemacht. Und sie ist erst 23, glaube ich. Okay, krass. Aber noch eine ganze Ecke zu schwimmen dafür sie, meine Herren. Was bei Knossi? Ja, bei Knossi war es auch so weit. Na. Oh, was eine geile Bucht. Guckt euch das doch mal an. Wie cool ist denn das? Alter, und dann schön da rechts irgendwo so eine kleine Hütte. Ey, das wäre so ein geiler Urlaub, ey. Also dann natürlich all inclusive, ne? Aber prinzipiell, ihr wisst, was ich meine. Mal ganz kurz Luft schnappen und mich ausziehen. Was ist das schön da? Mein Gott. Wieder hin.
meine Herren. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen werde während dieser Reactions, aber Ex-Soldat, Unternehmer, Giga-Chat. Lol. Wenn ich schon einen Vater hätte, dann würde ich Otto nehmen. Denken sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Einsatzerfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community sind hoch. Vielleicht zu hoch? Stimmt, er ist, glaube ich, mit Fritz der Einzige, der nur einen Gegenstand mitnehmen darf. Ich glaube, so war es. Machete inklusive Tragevorrichtung. Ja gut, ergibt natürlich Sinn. Stylischer Abgang. Direkt Fernweh. Müssen wir noch verarbeiten. Aus dem Heli. In auf eine Insel. Ich melde mich gleich. Ich muss erstmal Luft rein. Oh, wie schön ist Panama. Na, wer kennt's? Meinecke. Da haben wir ihn, den Vater Abenteurer der ganzen Geschichte. Skandalnudel, Gemeinecke. Skandalnudel, ja gut. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto Life begins at the end Machete. Of your comfort zone? Machete inklusive Tragevorrichtung, klar. Aber die haben auch kameratechnisch echt ordentlich was aufgefahren dafür, ne? Meine Herren, das ist echt stark. Gefällt mir. Willkommen bei Seven vs. Wild Panama. Holy shit. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen, mein Driver ist da oben, pinkeln gehen. Hä? Hä? Moment, wie, was da oben? Ja, lol. Erstmal klettern, damit er an seine Sachen kommt. Okay. Mein Driver ist da oben. Crazy. Pinkeln gehen. Und erstmal wird. Was ich mich hier frage, wie kann der Bart so bleiben nach dem Schluss? Ey, guck dir mal die Borsten an. Das kannst du schon fast nicht Bart nennen. Ich glaube, das ist. Der Bart von Fritz ist so outdoor-approved.
Also im Zweifelsfall könnt ihr damit halt auch Feuer machen oder Dinge durchschneiden oder aneinander knoten oder als Angelsehne benutzen. Ich habe keine Ahnung. Also voll die Borsten, ey. Der Besen, genau. Ja, aber stabil, würde ich mal sagen. Lassen. Nicht überhastet rangehen, sondern ankommen in Mutter Natur. Plotfist, das ist gar kein Bart, das ist einfach Gesichtstextur. Also, jetzt nicht Textur im Sinne von Videospiel, aber es ist halt einfach sein Gesicht. Komisch pigmentiert. Heißt nicht, hab nicht willkommen. Das ist ein Wasserspot. Also die anderen hatten krass viel Kurses fallen. Wir hatten teilweise Strand. Ja, ja. Aber egal, ich suche mir was Schönes. Da drüben ist Riesenufer. Geil. Riesiger Spielplatz. Ich beneide ihn ja auch ein bisschen um den Bart, ne? Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreisen. Wie schlägt sich der Neuling? Hallo, du sollst drücken hier. Mann, was ist denn jetzt hier los? So, was haben wir hier? Machete, Tragevorrichtung, Safe, Gefäß inklusive Deckel, okay, und Feuerstahl. Nur 3 Gegenstände, wurde da so krass gewertet. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an sein Bewerbungsvideo erinnern. Ich habe einige von denen gesehen tatsächlich. Bei Fritz auf dem Kanal hat er sich die angeguckt. Aber das ist ja schon ziemlich krass. Sehen wir auch am Skill-Ranking relativ hoch. So 3/4 voll quasi. Dürfen gespannt sein. Ist verfüllt. Okay, es war offensichtlich wirklich wild, weil Sabrina auch schon so geguckt hat. Ich will den Sprung jetzt mal sehen. Du darfst aber auch keinen angestrengten Magen haben, ne? Ja, war der nun? Was liegt denn da schon für Stuff rum? Das sieht ja schon irgendwie müllig aus. Also nicht irgendwie. Mit dem grünen Zeug. Achso, das seht ihr gar nicht. Ha. Da meine ich. Da. Landung war gut. Schwimmen war okay. Aber ich sehe, ich gehe nicht rum. Bin ja das Boot. Ich hoffe, jetzt nicht Frischwasser. Das heißt, wenn ich. Thank you.
Einmal kurz Nala für die Cam. Sascha Huber, Fitness-YouTuber, Dorf. Ist halt auch eine Maschine, ne? Wirklich zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie. Wird ihm sein Adoniskörper zum Verhängnis? Es gibt ja auch Gerüchte, dass er Maschinenbau studiert hat, einfach nur um seinen Körper besser kennenzulernen, ne? So, Gegenstände. Machete inklusive Tragevorrichtung, Safe, Wasserfilter, Feuerstahl, Paracord, Hängematte, okay. Ist er der Erste mit der Hängematte? Ich glaube, Biwaksack hatten wir schon einmal. Aber ich glaube, Hängematte hatten wir noch nicht, oder? Tschüss. Stand. Wir hatten bis jetzt noch keinen richtigen Sandstrand. Das ist alles sehr, sehr steinig da, ne? Ist das irgendwie, ist Panama vulkanisch? Also mit Vulkan oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte mich auch mal ein bisschen besser informieren können über Panama, ne? Nächstes Mal, bei der nächsten Folge gibt es ein paar Facts über Panama von mir. Versprochen. Guck mal, ist das... Ich bin ja ein Noob, was sowas angeht, ne? Aber dieser kleine See da hinten, was bedeutet ja nicht automatisch, dass es Süßwasser ist, ne? Nur weil das ein innenliegendes Gewässer ist, es kann ja auch irgendwie unterspült sein oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber das werden wir mit Sicherheit irgendwie mitkriegen. Wird er ja wahrscheinlich auch testen. Oh, jetzt, guck mal da hinten die Höhle, wie cool ist es? Und wie dicht ist dieser... Wie dicht das da ist, also... Das ist ja krass. Salut! Wo bin ich hier? Scheiße! Wo sind die Palmen? Das ist keine einzige Palme! Keine einzige Palme, als wow, nichts! Wow. Da ist nichts! So, Sabrina ist die Letzte, ne? Oh, ernsthaft? Ich dachte, ich könnte die ganzen Videos ungeschnitten hochladen. Oh, Müll. Ja gut, dann wird heute nach dem Stream noch gecuttet. Urlaub? Ja, da habe ich keinen Bock drauf, so viel Werbung im Dingens. Städte erkunden, Ferne entdecken. Und wieder würde sich YouTube Premium lohnen, ne? Aber es ist mir einfach zu teuer. Tui, live happy. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Wird der Dschungel sie brechen? Messer inklusive Tragevorrichtung, Klappsäge hatten wir noch gar nicht, Gefäß inklusive Deckel hatten wir auch schon und Feuerstahl. Okay, auch nichts zum Schlafen. Ich glaube, das wird echt spannend.
Was das wohl für ein Gefühl sein muss da jetzt, ne? Dann weißt du, bist 7 Tage komplett allein in der Wildnis, weißt nicht wirklich, was da los ist. Ich weiß gar nicht, wussten die Kandidaten vorher, dass es nach Panama geht? Ich glaube, die wussten nur, dass es irgendwie tropisch urwaldig wird, meine ich, ne? Letzte Abenteuer, bitte in 11. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Und mit Letzte Abenteuer Begin, ey, ist auch, glaube ich, schon der Videotitel safe. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Entschuldigung. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene. Sind das. Wo kamen die denn die Klocks-Krocks-Dinger her? Das fühlt sich gerade an, als wird das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Oh. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Ich habe gekämpft ohne Ende. Oh Mann! Seven versus Wild, Panama. Alter Lachs, Freunde. Ey, wie cool ist es, oder? So, und hier machen wir, an der Stelle machen wir natürlich Schluss für diese Folge. Ich kann ja auch noch nicht mehr gucken. Ich würde gerne mehr gucken, tatsächlich. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, wer als erstes aufgibt. Ich habe 1 bis 2 Vermutungen. Ich weiß es aber nicht. Wissen wir alle noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall übelst Bock, das mit euch zu gucken. Haut in die Tasten, in die Kommentare und so. Like-Button. Ich würde mich so, so sehr freuen, wenn das auch bei euch gut ankommt. Schaut euch das Originalvideo an, habe ich unten verlinkt in der Beschreibung. Und spätester Punkt der Reactions wird immer der Dienstag um 18 Uhr sein. Vielleicht auch schon mal früher, das werde ich dann über Instagram oder Discord ankündigen. Ansonsten, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin mega gehypt. Ich hoffe, es werden viele, viele, viele Folgen und es wird spannend und es wird großartig und ich habe übelst Bock auf dieses Dschungelfeeling und so. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir. Ich bin jetzt erstmal draußen, wie der Urwald. Und wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. In diesem Sinne, tschüss.